Am Montagabend hat in Berlin im Konrad-Adenauer-Haus eine erste Runde von Gesprächen mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen stattgefunden zwischen den Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD. Dieses Spitzengespräch sei in konstruktiver Weise verlaufen, hieß es aus Parteikreisen. Es sei die weitere Arbeitsweise in den Koalitionsverhandlungen besprochen worden. Dies werde nun mit den Parteien rückgekoppelt, hieß es, ohne dass Details genannt wurden. Derweil hat Thüringens designierter SPD-Vorsitzender Wolfgang Tiefensee seinen Parteichef Martin Schulz aufgefordert, auf ein Ministeramt in einer großen Koalition unter Angela Merkel zu verzichten. Eine 180-Grad-Wende in dieser Frage würde die Glaubwürdigkeit von Martin Schulz erschüttern, sagte Tiefensee laut Welt vom Dienstag. Schulz hatte nach der Bundestagswahl wiederholt kategorisch erklärt, er werde nicht in ein Bundeskabinett unter Angela Merkel eintreten. Zuletzt hatte er ausweichend auf entsprechende Fragen reagiert, ob dies noch gelte.